So, hallo Leute, mein kleines Tutorial, How-To-Anleitung zum Tiger 2. Wie fangen wir denn hier am geschicktesten an? Der Tiger 2, sagen wir mal, mit den technischen Daten. 1600 Hitpoints, 72,97 Tonnen Maximalgewicht, meiner wiegt in dem vorliegenden Setup 71,52, 870 PS, 28 km/h Höchstgeschwindigkeit, damit ist er wirklich lahmarschig, gehört zu den langsamsten auf Tier 8. 1600 Hitpoints dagegen ist kein schlechter Wert. Wendegeschwindigkeit 26 Grad in der Sekunde ist nicht der Hit. Die Wannenpanzerung 150 80 80 hat aber wieder dieses, ich sag mal in Anführungsstrichen, deutsche Manko, dass diese untere Frontplatte hier sehr leicht zu durchschlagen ist und die obere, wenn man gerade zum Gegner steht, genauso leicht durchschlagen wird. Also Tiger 2 immer anwinkeln, wo die Möglichkeit besteht, sidescrappen. Also ungefähr aus so einem Winkel hier rückwärts an der Hausecke rausfahren, dass der Gegner nur die lange Seite treffen kann, hier eventuell noch die Kette trifft. Und ihn so zum Schuss provozieren. Mit Glück funktioniert es. Wenn es nicht funktioniert, dann so lange versuchen, bis es klappt, oder aber die Position wechseln. Auf keinen Fall rausfahren und versuchen hier in den Dogfight zu gehen. Und dazu ist einfach die Panzerung nicht ausreichend. Die Turmpanzerung 185 80 80. Diese 185 sind hier aber noch leicht angeschrägt, werden trotzdem so gut wie von jedem Panzer durchschlagen, der den ausreichenden Durchschlag hat. Also wenn ich einen Tiger 2 gegenüber habe und er zeigt nur den Turm, dann ziele ich hier vorne drauf oder direkt hier oben drauf, weil das sind Weak Spots, da kommt man prima durch. Der Standardschaden mit der Top Gun 240 bis 400, das ist die 10,5, wie heißt sie doch geschwind, L68. Die Durchschlagskraft geht von 169 bis 281, der mittlere Wert davon sind 225. Feuerrate 5,26 Schuss. Meiner ist jetzt durch die Ausstattung mit Ansetzer, Lüftung und dem 100% Skill der Crew auf Basis und 100% Skill der Crew auf Waffenbrüder bei 9,4 Sekunden Reload. Das ist ein richtig knackiger Wert, also damit kann man gut arbeiten. Turmdrehgeschwindigkeit 25 Grad in der Sekunde ist nicht wirklich schnell, aber es reicht. Sichtweite 400 Meter ist gut, Funkreichweite 710 Meter ist auch nicht schlecht, aber bei einem Heavy, naja, ist nicht wirklich vonnöten. Du bist ja sowieso die meiste Zeit an der Front unterwegs, wobei der Tiger 2 sowie alle deutschen Panzer kein Frontpanzer ist, also es ist kein Schlachtpanzer, wo man in der ersten Reihe rumfährt. Das ist ein unterstützender Panzer zum Snipen, ungefähr auf Distanz gespielt, ungefähr aus dem Winkel hier und dann über die Kanten schießen, um einfach die, ja, man muss es eigentlich so sagen, durch das, dass die Platten so gerade sind, das ist eine beschissene Panzerung. Wie fast schon üblich bei den deutschen Panzern, zumindest im Spiel, da die sich hier einfach mit Gegnern rumkloppen dürfen, die sie historisch niemals gesehen haben. Das mal dahingestellt. Also eingebautes Zubehör, wie gesagt, Ansetzer, um den Reload zu drücken, ganz wichtig, Lüftung, um einfach noch einen Plus auf die
Crew-Skills zu bekommen auf die gesamten Fähigkeiten und den vertikalen Stabilisator. Nicht mehr den Waffenrichtantrieb. Der vertikale Stabilisator reduziert schon die Einzelzeit während der Fahrt um 20%. Das heißt, sobald man stehen bleibt, ist der Kreis schon deutlich kleiner als beim Waffenrichtantrieb und in dem Zuge natürlich auch schneller eingezielt. Gibt es, also den vertikalen Stabi gibt es erst ab Tier 8. Unter Tier 8 ist der noch nirgends verfügbar. Und in jedem Fall zu empfehlen. Es gibt auch Leute, die fahren ihn hier mit Scherenfernrohr und benutzen hier also Sniper-Werkzeug, sage ich mal in Anführungsstrichen. Davon halte ich aber persönlich nichts. Das Tiger 2 ist so lahmarschig, dass man eigentlich im Regelfall immer der Front hinterherfährt. Und die Wahrscheinlichkeit selber aufzuklären ist sehr, sehr gering. Also von daher ist der Einbau von einem Scherenfernrohr vergeudet oder verschenkte Liebesmühe. Also es ist einfach ein verschenkter Slot, den man effektiver nutzen kann, indem man was einbaut, was die Kampfkraft steigert. Und ja, in dem Sinne, als meine Meinung nach, dieses ist das beste Setup. Munition. Kostet der Schuss 1030 in der Standard, sage ich mal, die AP-Munition. Die Premium kostet 4800 der Schuss und HE 650. Meine Beladung ist hier also 36 Schuss Faster Panzer, 25 AP, 8 Premium und 3 HE. Reicht eigentlich dick. Ich bin, glaube ich, noch nie in die Situation gekommen, dass ich hier ans Munitionslimit gekommen bin. Anfeuerlöscher, Ersatzteilkiste und kleiner Erste-Hilfe-Kasten muss, also der Tiger 2 ist wie üblicherweise die deutschen Panzer, das ist so ein gerne brennendes Fahrzeug. Ersatzteilkiste sowieso und der Erste-Hilfe-Kasten für eventuelle Crewmitgliederausfälle. Ich muss dazu sagen, die Crew ist jetzt hier etwas ungünstig geskillt, was aber daran liegt, dass die ursprünglich in einem ganz anderen Panzer war und ich habe die dann irgendwann in den Tiger 2 reingepackt, weil sie einfach höher geskillt war als die Crew, die im Tiger 2 drin war. Ungünstig geskillt, warum? Weil ich hier diesen Fehler gemacht habe beim Ladeschützen im ersten Skill, den Waffenbrüder zu skillen und das aber nur bei einem einzigen Crewmember gemacht habe, also in dem Sinne hier den Skill Waffenbrüder verschenkt hatte. Und ja, das ist ungeschickt, sagen wir mal so. Der Kommandant hat sechster Sinn gelernt, ganz klar. Ich muss wissen, wann ich gesehen wurde. Der Richtschütze hat Scharfschütze gelernt, der Fahrer Geländespezialist, der Funker Weitsicht und der Ladeschütze, wie gesagt, Waffenbrüder, ungeschickt gelöst. Im zweiten Durchgang haben alle Crewmember Waffenbrüder gelernt, bis auf den Ladeschützen. Der hatte das ja bedauerlicherweise schon gelernt und stattdessen durfte er dann sichere Lagerung lernen. Und im dritten Skill läuft jetzt die Reparatur. Wenn ich ihn nochmal, also wenn ich ihn von Grund auf skillen würde, dann würde ich hier dem Kommandanten sechsten Sinn geben, im ersten Durchgang der restlichen Mannschaft die Reparatur, im zweiten Durchgang dann die Scharfschützen und ähnliches, also auf den zweiten Durchgang, und im dritten Durchgang dann erst die Waffenbrüder. Ist einfach meiner Meinung nach effektiver, weil die Verstärkungen der Fähigkeiten vom Panzer so besser ausgenutzt werden. Wo muss man drauf achten beim Tiger 2? Der Tiger 2 ist sehr, sehr groß. Also er ist sowohl von der Länge her, von der Höhe her und als auch von der Breite ein Riesenziel. Durch das, dass er so langsam ist, wird er sehr gerne von Artillerie beschossen. Jetzt durch den Patch 8.6 war es, wo es die Artillerie ganz übel erwischt hat. Ist es ein bisschen besser geworden, also man wird nicht mehr so oft von Artillerie beschossen, weil es einfach nur noch wenig Artillerie im Spiel gibt. Das ist als Tiger 2 Spieler sehr zu begrüßen. Er gehört meiner Ansicht nach zu den relativ schwer zu spielenden Panzern, weil das einfach eine absolute Umstellung ist.
spielt sich nicht wie der Tiger, er spielt sich komplett anders. Also das ist ein ganz eigenständiger Panzer, der, also ich habe bisher keinen gefunden, der sich ähnlich spielt wie der Tiger 2. Ich habe auf dem Tiger 2 jetzt 660 Gefechte, hab's wirklich noch geschafft, mein Meisterabzeichen zu bekommen. Das ist jetzt erst gestern oder ich glaube gestern war das. Ist es mir gelungen, das war, ich glaube, es war wirklich, na klar, also auf jeden Fall war das meine schwerste Geburt für ein Meisterabzeichen. Ich weiß auch nicht, warum ich es jetzt effektiv bekommen habe, weil also das Gefecht, wo ich es bekommen habe, war für mich irgendwie nicht besonders. Das war ein Gefecht wie viele andere auch. Ja, mit dem Schadensoutput, mit den Abschüssen. Also ich bin mir da nicht ganz schlüssig, weshalb es dann letztendlich hier ein Meisterabzeichen gab, aber ich will mich mal nicht beschweren. So, Forschungsbaum. Den Tiger 2, der hat ein, wenn man hier mal die Daten von den Türmen vergleicht, das ist einmal das erste, was hier sehr, sehr wichtig ist. Der Stockturm vom Tiger 2 hat eine 100 mm Frontpanzerung, ist optisch sehr, sehr leicht zu erkennen im Gegensatz zum Henschel-Turm, also zum ausgebauten Turm, und muss in jedem Fall getauscht werden. Und durch das, dass er einfach sehr leicht zu erkennen ist, schießt wirklich jeder auf den Turm, weil es ist ein riesiger Weakspot. Der Turm ist, also der Stockturm ist eine Riesenkrankheit auf dem Panzer. Der muss auf jeden Fall am schnellsten runter. Der hat allerdings auch ein paar Vorteile gegenüber dem ausgebauten Turm, also er dreht sich 5 Grad schneller in der Sekunde, 30 Grad pro Sekunde, das ist spürbar, also diese 5 Grad merkt man. Die Sichtweite ist identisch bei beiden Türmen, 400 Meter, das Gewicht ist beim Stockturm um 2 Tonnen weniger, knapp 2,3 Tonnen. Das heißt, mit Ausbau des Turms verliert der Panzer deutlich an Beweglichkeit, weil 2 Tonnen Gewicht einfach mal eine Ansage sind. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, weil es eben schon 660 Gefechte her ist, dass ich ihn damals gekauft habe und angefangen habe auszubauen. Aber ich glaube, er trägt auf den Standardketten nicht wirklich viel. Das heißt, die Ketten, also Motor ist ja, wenn ich mich nicht schwer täusche, 234. Ja, der Top-Motor ist der Top-Motor vom Tiger. Das heißt, Motor kann man gleich voll upgraden, Funkgerät kann man voll upgraden und danach beginnt der Grind. Also ich habe ihn überwiegend mit der 8,8 cm L71 mit der Top Gun vom Tiger gespielt und dann aber auch entsprechend Premium-Munition mitgenommen, weil diese 10,5 cm L52 in meinen Augen einfach eine Krankheit ist. Die Feuerrate von der L52 10,5 cm geht deutlich runter im Gegensatz zur 8,8. Der Durchschlag sinkt auch, mit Ausnahme von Premium-Munition. Premium-Munition hat die 8,8 237 mm Durchschlag, die 10,5 in Kurzversion hat 244. Der Schaden steigt aber bei der Kanone, der mittlere Schaden, nur um 60 Hitpoints mit Ausnahme der HE-Munition. Dafür büßt man hier 0,03 Genauigkeit auf 100 Meter ein. Die Einzielzeit bei der 10,5 cm ist etwas schneller, 0,6 Sekunden schneller. Die 10,5er ist dafür 440 Kilo schwerer. Also ich hab's versucht, aber die Kanone ist einfach sehr, sehr ungenau. Auf lange Distanz gespielt funktioniert sie kaum noch. Also das Schießen auf Weakspots ist
sehr, sehr, sehr schwer möglich. Dazu ist der Durchschlag einfach bescheiden. Und deshalb habe ich dann letztendlich gesagt, okay, ich spiele den Tiger 2 mit der L71 und schaue, dass ich mir meine Forschungspunkte so hole. Hat auch den Vorteil, dass die Munitionskosten wesentlich geringer sind. Man kann den Tiger 2 mit der L71 durchaus ohne Premium sehr, sehr gut im Plus fahren. Auch bei verlorenen Matches kann man ihn im Plus fahren. Was mit der 10,5 cm schon deutlich schwerer wird, weil die einfach auch diese 1030 Credits kosten hat pro Schuss. So, die Top Gun verglichen mit der 8,8 cm L71, also linke Hand ist jetzt die Top Gun. Kaliber 105 mm, ganz klar. Die Feuerrate 4,76 bis 6,59, also die sinkt hier auch, aber dafür einfach jetzt der Unterschied zu der kurzen 225 mm, 285 mm, 60 mm, das ist wieder AP, APCR und HE, der Durchschlag, das ist die Top Gun, also da geht einiges mehr im Gegensatz zu 8,8 und zur kurzen 10,5er. Weshalb hier einfach ganz klar jetzt das Hauptaugenmerk auf die Kanone geht. Dann der mittlere Schaden ist identisch zur kurzen 10,5er, also da tut sich jetzt glaube ich nichts mehr, außer ich habe mich jetzt gerade bei der HE verguckt, da muss ich mal noch fix gucken. Nee, ist identisch, also die Kanonen, das Schadensoutput von den beiden Kanonen ist gleich. Dann kommen wir zur Genauigkeit, 0,34 beide, L71 und die L68, also die 10,5 und die 8,8 haben die gleiche Genauigkeit. Dafür kommt jetzt aber ein Pluspunkt, die Zielerfassungszeit 2,3 Sekunden bei der 10,5 cm und 2,9 Sekunden bei der L71, bei der 8,8 cm. Das heißt hier wieder ein Pluspunkt für die Top Gun. Dazu allerdings jetzt wieder 1,1 Tonnen mehr Gewicht von der Top Gun. Aber es ist einfach von der Kampfwertsteigerung her ist die Top Gun das Nonplusultra. Die macht richtig viel aus auf dem Panzer. So, nochmal kurz die Erforschungsreihenfolge. Also einzubauen, Motor und Funkgerät geht von Haus aus. Das ist schon alles erforscht. Danach kommen die Ketten. Die Ketten müssen sein. Ich bin mir jetzt nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, auf die Stockketten ging der Turm nicht mehr. Der abgegradete Turm wiegt, wie gesagt, diese 2 Tonnen mehr. Ich bin mir recht sicher, dass es nicht mehr gereicht hat. Also, insofern es geht, natürlich erst den Turm, dann die Ketten. Wenn es nicht geht, dann die Ketten und im Anschluss den Turm. Das heißt, das Letzte, was beim Tiger 2 erforscht wird, sind die Kanonen. Also da wird wird ganz zum Schluss gegangen, weil der Turm einfach der Weak Spot ist und um Schaden zu vermeiden, muss der Turm weg. Der Stockturm muss einfach raus, ansonsten ist man hier eine fahrende Zielscheibe. So, die Module hatte ich auch schon erklärt, die Crew Skills und so weiter erklärt. Und dann gucken wir uns noch ein paar Replays dazu an. So, mal sehen, ob ich jetzt noch direkt aus dem Game ein gutes Replay zusammenkrieg. Oh je, also das ist jetzt schon mal fast Seltenheitswert. Sämtliche Matches, die ich heute mit dem Tiger 2 gespielt habe, das waren 7 an der Zahl, also das ist jetzt das 8., waren alles Tier 10 Matches. Also ich weiß nicht, was da genau los ist zurzeit, aber ich kann aktuell kaum einen 8er Panzer spielen, bei dem ich mal im 8er Match lande oder im 9er Match. Es sind fast durchgehend nur noch Tier 10 Matches. Keine Ahnung, ob es da irgendwie einen Überhang gibt oder so. Auf jeden Fall ist es gerade echt sehr, sehr auffällig. Geht mir auch mit dem IS-3 so. Also sehr, sehr unglücklich.
So, hier sehr schön zu erkennen das Balancing. Also ich weiß nicht genau, nach was sie hier balancen oder nach was hier gebalanced wird, sagen wir es mal so. Der IS3 fährt hier ohne Probleme weg, also der IS3 läuft teilweise 40 km/h. Der Tiger 2 schafft bergab 32 ungefähr. Das schafft der IS3 auf der Geraden und ist auf der Geraden sogar noch schneller. Hat zudem ein niedrigeres Profil. Also es ist hier echt ganz, ganz dezent, könnte man sagen. Es ist spürbar, dass es ein russisches Spiel ist. Vorsichtig formuliert. Bleib hier nicht stehen und versuche der ging voll durch ihre Panzerung. Erwischt. Muss ich wohl die Kette erwischt haben? Anderweitig kann ich mir das jetzt nicht erklären. Ungünstige Position für mich jetzt hier, weil da oben noch der Panther steht und ich eigentlich nicht flankiert werden möchte. Die Devise ist ja immer wieder das gleiche. So, das war jetzt Sidescrappen. Und blockiert. Müssen wir natürlich hier die Kanone wieder instand setzen. Der Schuss ging natürlich in den Dreck. Zweiter Schuss hat auch nicht getroffen. Also ganz, ganz großes Kino hier. Ich weiß nicht, was hier los ist. Also von der Einzielzeit definitiv lang genug eingezielt und dennoch treffen hier drei Schüsse in Folge nichts. Wirkungstreffer. Das muss wehtun. Ja, das war die sogenannte Schottpanzerung vom IS-3. Ich habe jetzt hier kein Repair-Kit mehr, was ist sehr ungünstig. Sichtgerät ausgefallen, wir sehen kaum noch was. Aber den Schuss muss ich wohl gebounced haben. Turm repariert, kann aber nicht mehr so schnell gedreht werden. Wir haben das Ziel verloren. Der ging voll durch ihre Panzerung. Winkelspiegel repariert. Das ist natürlich jetzt das Ungeschickteste, was überhaupt passieren konnte, dass der Turm festhängt. Da sich jetzt zudem auch sehr, sehr langsam dreht.
Damit ist höchstwahrscheinlich, dass der T34 auch auf dem Rückweg ist. Und hier versucht zu resetten. Um mir das Schicksal vom IS-3 zu ersparen, mache ich mich auf die Suche nach dem... nach der Artillerie, die hier üblicherweise in der Ecke stehen könnte. Oder bei A3. Nach wie vor nicht gespottet. Das wird wohl auch mein letzter Einsatz werden. Gegen zwei Mediums habe ich da recht schlechte Karten. Zudem mit angeschossenem Turm. Damit ist an der Stelle klar, wo die Arti steht. Und die bekommt jetzt noch final einen auf die Mütze. Aber trotz dessen gewonnen, war absehbar, dass es dann in die Hose geht, aber so hat er auf jeden Fall keine Möglichkeit gehabt, wegzukommen, nochmal anderweitig irgendwelchen Schaden anzurichten. So, die Teamauswertung besagt, wir sind hier auf Platz 3. Mit der Erfahrung sind wir auf Platz 2. Vom Schaden her sind wir auf Platz 3. Kein sensationelles Match, hat aber stellenweise einfach das Potenzial verdeutlicht, bis auf diese eine unglückliche Situation, wo wir viel Schaden einstecken mussten, nachdem der IS-3 es geschafft hat, uns den Turm festzuschießen. Jetzt wollen wir noch hier auf den ausführlichen Bericht. 13 Schüsse abgegeben, 10 Direkttreffer, davon 9 Wirkungstreffer, Schaden angerichtet 2011. Wir haben 18 Treffer erhalten, 7 Wirkungstreffer, einmal Flächenschaden, das ist ein HE-Schaden gewesen, dieses war die Arti. Nicht durchschlagende Treffer 11. Das heißt, von 18 Schuss haben wir es geschafft, 11 zu bouncen, sorry. Das heißt, potenziell erhaltener Schaden 5405, und das ist gar nicht so schlecht dafür, dass eigentlich so viele Leute sagen, der Tiger 2 ist aus Pudding. Der geht echt einiges. Aufklärungsdamage haben wir auch angerichtet. Von dem her
kein schlechtes Match hier. Also normalerweise fairer im richtigen Spielmodus, wo ich normalerweise spiele, 889 Erfahrungen, aber durch dieses 15-jährige Bestehen von Wargaming habe ich hier noch die letzte Stunde Premium am Laufen. Das heißt, trotzdem Win hätte ich hier 2217 Minus gemacht. Das ist sehr schwer, mit dem Tiger 2 im Plus zu bleiben. Ja, aber gut, man muss dazu sagen, das Damage Output war auch bescheiden. Wir haben hier unnötigerweise diesen Hit vom IS-3 bekommen, der einfach den Turm festgeklemmt hat. Und ja, ohne Repair Kit war da einfach nichts mehr zu machen. Dennoch hoffe ich mal, dass es gezeigt hat, wo man die Panzerung wie anwinkeln kann. Und ich wünsche in diesem Sinne noch viel Spaß beim Spiel. So, der letzte Versuch, ein vernünftiges Gefecht mit dem Tiger 2 hinzubekommen, das ich an das Tutorial anhängen kann. Natürlich direkt auf einer Karte, die ich auf den Tod nicht ausstehen kann. Die Windchance liegt bei 61%, aber das hat mal nichts zu sagen. Das sind schon ganz andere Matches verloren gegangen. Es sind hier neue Gefecht. Anfänglichem Zögern jetzt doch dazu, der Landschildkröte zu folgen. Ziele hier nochmal den T25-2 ein und schaffe nun den kritischen Treffer am Turm. Sogenannte Random Shots. Dass hier irgendwo die Big Boys der Panzerzerstörung unterwegs sein müssen. Sowohl die Tortoise. Der Jagdtiger oder die Jagdtiger, ist auch der Jagdpanzer 2, müssen hier noch irgendwo sein. Wobei die jetzt gerade unten auf der Map gespottet werden.
da haben wir den Jagdpanzer 2. Irgendwo hier müssen jetzt die Jagdtiger stehen. Und auf Futter warten. Jagdtiger hat sich weiter bewegt, steht nicht mehr in der gleichen Position. Noch nicht gespottet. Das Fahrzeug ausgeschaltet. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. Jetzt bin ich gespottet. Aber es ist nicht mehr weiter tragisch. So, kein sensationelles Match. Es sind zwei Abschüsse gelungen, 1644 Schaden, das ist recht wenig. Wie ihr sehen könnt, ist das Premium-Konto jetzt abgelaufen. Wir sind auf Platz 3 mit dem Schaden. Teilen uns hier mit dem IS-3 den auf Platz 4 in der Erfahrung. Ich habe 10 Schuss abgegeben, 8 haben getroffen, 6 sind nur durchgeschlagen. Also nicht unbedingt ideal. Treffer keine erhalten. Somit entfallen auch hier sämtliche Reparaturkosten. Schaden durch Aufklärung 195, minimaler Wert. Aber ich glaube, das hat ganz gut gezeigt, dass man den Tiger besser, beziehungsweise den Tiger 2 besser aus zweiter Reihe spielt. Insofern hilfreich. Gefällt mir drücken, Kanal abonnieren und es folgen weitere Videos.